Frau Zantidi, Sie verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung an Ihrem Ehemann. Frau Zantidi, Ihr Vorname ist Antje. Sie sind am 16. Mai 1974 in Köln geboren und wohnen auch dort? Ja, ich wohne seit März dort bei einem Freund, seit ich aus Griechenland zurückgekommen bin. Sie sind verheiratet, leben aber getrennt von Ihrem Mann und Sie haben mit ihm zusammen eine gemeinsame Tochter. 9 Jahre ist sie alt, oder 10 Jahre in der Zwischenzeit 10. schon. 10 namens Ismene. Ja. Was sind Sie vom Beruf? Bäckerei-Fachverkäuferin. Ich habe zwar im Moment keine Stelle, aber ich werde wieder eine Arbeit finden, sobald ich das hier überstanden habe. Und dann nehme ich mir auch wieder eine eigene Wohnung. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte war ohne Einwilligung ihres griechischen Ehemannes mit der gemeinsamen 10-jährigen Tochter Ismene von Griechenland nach Deutschland gezogen. Alexandros Zantidis folgte ihnen und nahm das Kind mit gerichtlicher Hilfe wieder zu sich. Um zu verhindern, dass ihr Ehemann mit Ismene nach Griechenland zurückkehrte, stieg die Angeklagte am 5. September 2010 in seine Unterkunft ein, um ihre Tochter zu holen. Als sie dabei von ihm überrascht wurde, schlug sie ihn nieder und floh. Alexandros Zantidis verlor das Bewusstsein und erlitt schwere Kopfverletzungen. Antje Zantidis wird daher wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Zantidis, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben zur Sache machen? Ich werde aussagen. Ich habe nichts getan, außer mein Kind und mich selber von meinem Noch-Ehemann zu retten. Verstehen Sie? Wenn ich nicht aus Griechenland abgehauen wäre, dann wüsste ich nicht, ob meine Tochter und ich jetzt noch am Leben wären. Was hat Ihr Mann getan, dass Sie Angst um das Leben Ihrer Tochter und um Ihr eigenes auch gehabt haben? Er hat mich geschlagen und gedemütigt und mir alles Geld und alles weggenommen. Er hat mir sogar gedroht, Ismene und mich umzubringen, sollte ich ihn verlassen. Und jetzt hat er vom Gericht auch noch Recht bekommen und darf Ismene mit zurück nach Griechenland nehmen. Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch kein Recht, sowas. Naja, sagen wir so, nach dem Haager Übereinkommen für Kindesentführung, das ist ein internationales Übereinkommen, ist einfach nicht gestattet, das, was Sie gemacht haben. Das heißt, man darf nicht aus dem Land, wo ein Kind lebt, es in ein anderes Land verbringen. Ob das nun ist von Griechenland nach Deutschland oder von Deutschland nach Griechenland. Also deshalb hat das griechische Gericht völlig zu Recht entschieden. Wie haben Sie denn überhaupt den Flug finanzieren können für sich und Ihre Tochter von Griechenland nach Deutschland, wenn Ihr Ehemann Ihnen das ganze Geld weggenommen hat? Ich hatte noch einen alten Freund, einen guten Freund aus alten Zeiten. Mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen, weil ich ja sonst in Griechenland keinen mehr hatte. Ich habe ja wie eine Gefangene gelebt dort. Und dieser gute Freund hat für Ismene und mich 2 Flugtickets in Griechenland am Flughafen hinterlassen. Ach so. Hier in Deutschland haben Sie ja dann sofort einen Antrag beim Familiengericht gestellt auf das alleinige Sorgerecht für Ismene. Ist das Verfahren schon rechtskräftig abgeschlossen? Ja, die haben gesagt, sie wären nicht zuständig, weil mein Mann ja schon in Griechenland alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Und dann hieß es, ich hätte Ismene entführt. Ja, das ist nach dem Kindesentführungsabkommen, das die Vorsitzende eben zitiert hat, auch absolut richtig. Und dem sind Griechenland und Deutschland nun mal beigetreten. Genau, und das habe ich meiner Mandantin auch klar gemacht. Sie weiß, dass die Rechtslage es vorsieht, dass über das Sorgerecht für Ismene in Griechenland entschieden wird und dass das Kind dafür auch nach Griechenland muss. Das hat sie verstanden und sie hat es auch akzeptiert. Und das ist auch der Grund dafür, warum sie ihrem Mann auch nichts angetan hätte, weil dann wären ja alle Chancen in Griechenland völlig zunichte gewesen. Ja, Entschuldigung, die Chancen haben Sie doch sowieso schon verspielt, schon nach der Entführung Ihrer Tochter. Sie haben doch von den griechischen Behörden noch nicht mal ein Besuchsrecht eingeräumt bekommen, oder nicht? Und weil Sie jetzt dachten, Ihr Mann nimmt Ihnen das Kind, das Sie entführt haben, wieder weg, haben Sie gesagt, nochmal gehe ich nicht vor Gericht und erleide eine Niederlage, ich mache das selber. Dann haben Sie Ihren Mann niedergeschlagen. Nein, das habe ich nicht. Weil Sie das Kind gewaltsam holen wollten. Nein, das habe ich nicht. Ich habe nichts getan. Aber was soll ich Ihnen das erzählen? Sie sind ein Mann. Sie haben keine Ahnung, wie es ist, wenn eine Mutter um ihr Kind kämpfen muss. Nein. Was soll ich überhaupt noch mit Ihnen reden? Ja, dann beginnen wir mal, wie üblich, mit dem Beschädigten. Alexandros Zantidis, bitte. Und Sie nehmen Ihrer Verteidigerin Platz. Herr Zantidis, bitte nehmen Sie Platz hier vorne. Du solltest dich schämen. Du bist ein Echsel, ein Arschloch bist du. Ich will keinen Streit. Warum bist du nicht in der Lage, vernünftig mit mir zu sprechen? Wir können doch eine Lösung finden. Yes. Was sind das denn jetzt für neue Töne? So ist er normalerweise nicht. Dieser Mann kann nicht freundlich sein. Aber man kann die Regel der Prozessordnung einhalten. Frau Rechtsanwältin Klingenberg, sagen Sie Ihre Mandantin. Einschließlich Beleidigungsfreier Zonen.
erstmal bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie nämlich an, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Herr Santidis, Ihr Vorname ist Alexandros, Sie sind griechischer Staatsbürger, wohnen eigentlich in Athen, nicht? Wo wohnen Sie jetzt mit Ismene, in einem Hotel in Köln? Nein, ich lebe weiter bei meinem alten Freund Norbert Heffenstadt. Hafenstedt heißt er. Und seit wann wohnen Sie in Köln? Seit März 2010. Ich bin meiner Tochter direkt hinterher geflogen. Und ich bleibe so lange hier, bis das Verfahren hier abgeschlossen ist. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Gemüsehändler. Ein altes, traditionell reicher Familienbetrieb, den meine Mutter aufgebaut hat. Als Ehemann der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Geschichte und Ihre Entscheidung. Und 55, Sie können auch immer dann schweigen, wenn Sie sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müssten. Ich möchte auch sagen, ich habe in den 10 Ehejahren alles für dich getan. Schau dir an, was du unserer Familie angetan hast. Hast du dabei ein einziges Mal an unsere Tochter gedacht? Ja, ich denke nur an meine Tochter. Und ich werde hier so lange kämpfen, bis ich zu meinem Recht komme und meine Tochter wieder bei mir ist. Es ist Ihre Tochter. Und zwar gemeinsame Tochter. Woran ist die Ehe gescheitert? Ich weiß es nicht. Ich war immer ein guter Ehemann. Ja klar, es hat mal hier, mal da Streit gegeben. Aber das kommt in den besten Familien vor. Ich würde dir oder unserer Tochter niemals wehtun. Meine Mutter wurde mit offenen Armen empfangen. Aber du hast das nie zu würdigen gewusst. Was sitzt du denn hier? Du hast dich mit deiner Mutter doch nur gestritten. Ihr habt euch nur gefetzt. Das ist doch überhaupt nicht wahr, was du sagst. Aber ich verstehe das richtig, dass auch Sie mit Ihrer Schwiegermutter auch mal wieder Probleme hatten die ganze Zeit. Ja, natürlich. Natürlich? Ja, es war auch am Anfang nicht so. Am Anfang unserer Ehe war alles soweit in Ordnung. Aber als unsere Tochter dann geboren wurde, da fing das alles an. Und auch in unserer Ehe. Und vor allem, weil seine Mutter regelrecht Ansprüche an unsere Tochter gestellt hat. Ja? Sie wusste immer alles besser. Nein, meine Mutter wollte nur helfen. Das ist ja wohl normal in deiner Familie, oder? Deine Mutter ist ein Biest und das weißt du auch ganz genau. Ich habe mich nie in Athen zu Hause gefühlt. Ich hatte keine Freunde, ich konnte die Sprache nicht sprechen. Wie oft habe ich dich gebeten, mir zu helfen? Aber du hast nur an dich gedacht und deine Mutter hat mich gequält, wo sie nur konnte. Wie auch immer, aber das Sprachproblem scheint mir eher mal ihres zu sein. Sind Sie Ihrer Tochter und Ehefrau eigentlich direkt, also umgehend im März 2010 nachgereist, weil ich gelesen habe. Da haben sich die Gerichte mit Ihrem Fall befasst und Sie wollten am 6. September 2010 alleine, das heißt mit Ismene und Sie beide, zurück nach Athen reisen. Nur dazu ist es ja jetzt nicht mehr gekommen wegen des Überfalls auf Sie. Schildern Sie doch mal. Ja, ich war alleine im Haus meines Freundes Norbert. Meine Tochter Ismene und ich wollten am nächsten Tag zurück nach Griechenland fliegen. Ja. Ich habe im Wohnzimmer gesessen und ich wollte so einen Krimi anmachen, so der um 20.15 Uhr anfing. Als ich plötzlich ein Geräusch gehört und nachgesehen habe, was das war. Und plötzlich stand meine Frau in der Küche vor mir. Ich habe mich erschrocken und ich habe sie gefragt, was sie hier zu suchen hat. Die Staatsanwaltschaft glaubt die Antwort ja zu kennen, dass ihre Frau nur deshalb da war, um Ismene mitzunehmen. Hat sie gefragt, wo Ismene war? Ja, hat sie gefragt, immer wieder. Aber Ismene war bei einer Freundin in der Nachbarschaft. Und wir haben uns gestritten. Und ich wollte zum Tier, um sie rauszuwerfen. Und auf einmal, bumm, ist irgendwas von hinten aus der Seite auf den Kopf geschlagen haben. Das war nicht einmal, das war dreimal. Das habe ich noch mitbekommen. Und dann wurde alles schwarz. Ich erinnere mich an nichts mehr. In dem nächsten, ich hatte so starke Kopfschmerzen, dass ich noch nie in meinem Leben sowas gehabt. Oh, du Armer. Meine Kopfhaut war auf, ein Stück. Und das hat so was von geblutet. Die mussten mit fünf Stichen nähen im Krankenhaus. Oh, ja. Herr Santidis, finden Sie das eigentlich normal, dass Sie Ihrer Frau verboten haben, die Ismene zu sehen, seitdem das Kind wieder bei Ihnen lebt? Ich habe versucht, mehrmals mit meiner Frau zu reden. Aber jedes Mal ist sie ausgeflippt und hat sie mir beschimpft. Jedes Mal. Ich wollte, dass sie unsere Tochter sieht. Ach, ja. Aber was hätte ich tun sollen? Ich musste meine Tochter schützen. Du musstest deine Tochter schützen? Ja, von mir schützen? Dir. Doch.
Du wolltest mit mir reden? Das ist sowas von gelogen. Du hast dich noch nicht mal am Telefon verleugnen lassen. Du hast noch nicht mal die Tür geöffnet. Gar nichts hast du gemacht. Weißt du, du gibst dich hier als freundlicher, gutmütiger Mann aus, ja? Ich bin auch einer. Du, ja, vor allen Dingen. Aber hier wird jeder bald erkennen, was du für ein wahres Gesicht hast. Damit kommst du nicht durch. Warten wir es doch mal ab. Ja, ich würde ja, aber auch ehrlich gesagt, würde ich auch gerne mal wissen, was das hier für eine Nummer wird. Da spielt er jetzt hier den verständnisvollen Ehemann. Ach Gott, und der lieben Vater und das arme Tatopfer. Und gleichzeitig belasten sie soeben mal ihre Frau. Und warum machen sie das? Um unproblematisch für immer das alleinige Sorgerecht in Griechenland zu bekommen. Das ist doch der Plan. Das kriegt ihr doch mit Sicherheit sowieso. Da brauchen wir doch überhaupt nicht mehr drüber zu reden. Und das hat ihre Mandantin doch auch ganz klar im Kopf gehabt. Deshalb hat sie vorgehabt, die Tochter zu holen. Und dabei sind sie leider überrascht worden vor ihrem Mann. Und da ist ihre Gewalttätigkeit, die ich zum Beispiel als ihr wahres Gesicht durchaus erkenne, mit ihnen durchgegangen und sie haben ihn niedergeschlagen. Ja, ich finde es toll, dass Sie so tolle Dinge hier erkennen, aber es war nicht so. Meine Mandantin war nämlich gar nicht dort. Entweder hat er sich selber die Verletzungen zugefügt oder ein anderer war es, was weiß ich. Auf jeden Fall hat er die Tatwaffe irgendwo entsorgt, damit sie erst gar nicht gefunden wird. Da wären nämlich nur Spuren von ihm dran gewesen. Völlig absurde Theorie. Warum soll er denn so einen Aufwand betreiben? Er hätte sich am nächsten Tag ins Flugzeug gesetzt, mit seiner Tochter wäre weg gewesen. Mehr braucht er gar nicht zu machen. Und das alleinige Sorgerecht kriegt er sowieso. Spekulation weg, noch Fragen konkret zum Fall? Nein, danke. Da möchte ich mit dem Kind mal anfangen. Ismene Zanzitis, bitte, und Sie nehmen an der Seite Platz. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Ismene. Ja, klar. Was bist du groß geworden? Hör zu, ich liebe dich. Das darfst du niemals vergessen, egal was passiert. Hörst du? Frau Zanzitis. Ja, es tut mir leid, aber ich habe meine Tochter seit dem August-Familiengericht-Termin nicht mehr gesehen. Das Verfahren ist für alle hier Beteiligten nicht sehr einfach. Stimmt das, dass du deine Mama so lange nicht gesehen hast? Ja, das stimmt. Die Mama stand ein paar Mal bei uns zu Hause vor der Tür. Also da, wo wir jetzt wohnen, bei dem Norbert. Aber Papa und Norbert haben sie nicht reingelassen. Der Papa hat gesagt, er hätte Streit mit Mama und wollte sie im Moment nicht sehen. Aber ich wollte die Mama sehen. Ich fand das ungerecht, dass ich nicht mitreden darf. Ja. Ismene, hier darfst du mitreden. Es ist nicht einfach, wenn Eltern sich einfach streiten, weil sie sich auseinandergelebt haben. Das ist das eine. Schlimm ist es nur, wenn die Eltern vergessen, dass es auch noch ein Kind gibt und dass die Interessen des Kindes nichts mit ihnen, den Erwachsenen, zu tun haben. Und das werde ich deinen beiden Eltern nachher noch gründlich sagen. Darauf kannst du dich verlassen. Aber jetzt fange ich mit deiner Vernehmung an. Ja? Es ist nämlich so, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Aber das ist ja nun ganz normal. Das muss im Alltag auch. Ismene ist ja dein Vorname und dein Nachname ist Zanzitis. Du bist 10 Jahre alt und wohnst derzeit in Köln. Ja, und hier gehe ich auch zur Schule. Welche Klasse? Die vierte. Die vierte schon. Was machst du am liebsten in der Schule? Malen und Rechnen. Malen kann ich nachvollziehen, rechten weniger. Als Tochter der Angeklagten, das hat der Mama ist ja hier auf dem Sitz da drüben, das heißt, sie ist angeklagt, hat man ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das kann ich dir so erklären. Du kannst Fragen von mir beantworten, wenn du willst. Du kannst aber auch sagen, nö, ich muss doch gar nicht, ich will es nicht. Willst du was sagen? Ich möchte sagen, ich möchte nicht ohne die Mama zurück nach Griechenland. Sie soll mitkommen oder ich will hier bei ihr in Deutschland bleiben. Das habe ich dem Papa auch schon gesagt, aber ich will ja nicht, dass er traurig ist, wenn ich dann nicht mehr bei ihm bin. Ich bin traurig, weil... Aber das machen wir gleich fürs Protokoll. Ich komme doch erstmal hier oben durch, ja? Da ist so eine kleine Tür, dann unterhalten wir uns hier oben weiter. Und fürs Protokoll in der Zwischenzeit, der Ergänzungspfleger Dr. Güth hat der Vernehmung des Kindes zugestimmt, jedenfalls keine Bedenken gehabt. Nimm mal Platz, Ismene. Wolltest mir gerade sagen, dass du traurig bist. Warum bist du traurig? Weil meine Mama und mein Papa sich nicht mehr mögen. Aber ich will ja nicht ohne die Mama zurück nach Griechenland. Vor allen Dingen nicht zu der Oma. Die ist immer so streng. Ja, genau. Wie lange hast du deine Mama schon nicht mehr gesehen? Als der Papa nach Deutschland gekommen ist, hat er mich direkt von der Mama weggeholt. Die Mama hat gesagt, er hätte Streit. Ich müsste erst mal beim Papa bleiben. Ja. Das hat so ein Gericht gesagt. Das hat so ein Gericht gesagt, ja, das stimmt schon. Hast du wenigstens ab und an mit deiner Mama telefoniert? Ja, aber ganz wenig. Zuletzt, als der Papa ins Krankenhaus musste, der hatte irgendwas im Kopf. Da habe ich kurz vorher noch mit dir telefoniert. Aber da
Da bin ich einmal ans Telefon gegangen. Aber danach hatte ich keine Zeit mehr. Ich war mit meiner Freundin verabredet. Wir sind zum Ponyreiten gegangen. Zum Ponyreiten? Kann man da jeden Tag zum Ponyreiten hingehen, wo du immer reiten gehst? Ich glaube nur am Wochenende, aber wir gehen immer sonntags. Ihr geht immer sonntags. Ach, sonntags, genau. Da haben wir es doch. Der 5. war nämlich ganz genau ein Sonntag. Und natürlich wird Ismene ihrer Mutter auch erzählt haben, dass sie zum Ponyreiten geht. Das Reiten ist nämlich für so kleine Mädchen, ich weiß das, ich habe selber eins zu Hause, nämlich was ganz Besonderes. Und gerade wenn sie so selten mit ihrer Mutter telefoniert, wird sie ihr das gesagt haben. Und was schließen wir daraus, Herr Staatsanwalt? Meine Mandantin wusste, dass das Kind nicht da ist, also war sie auch nicht vor Ort. Und deshalb hat sie auch nicht ihren Mann niedergeschlagen. Die Zeugin hat gesagt, ich kann mich daran nicht erinnern. Und im Übrigens belehren Sie mich eines Besseren. Würde es mich wundern, wenn das Ponyreiten für Kinder diesen Alters nach 20 Uhr abends stattfindet und dann erst aufhört. Könnten Sie vielleicht mal zufälligerweise auf die Hände der Vorsitzenden schauen? Ja, wissen Sie, was das bedeutet? Dann belehre ich Sie darüber, dass ich im Moment ein Kind vernehme. Das bedeutet, dass ich keinerlei Einmischungen von der Seite akzeptiere. Und Sie brauchen gar nicht sagen, dass Sie angefangen hat. Das weiß ich auch, aber Sie haben weitergemacht. So, wir sind hier nicht im Kindergarten. Grauslich mit den zwei. So. Wie hast du das denn gefunden, als du im März mit deiner Mama nach Deutschland gekommen bist? Das war cool irgendwie. Ich war ja lange nicht mehr in Deutschland. Da habe ich mich voll gefreut. Die Mama kommt ja von hier. Ich fand es nur komisch, dass wir bei dem Josef gewohnt haben. Josef Steiger, den hören wir später noch als Zeug. Was findest du denn komisch an dem? Der hat die Mama in den Arm genommen und geküsst und so. Haben die beiden sich geküsst? Ja. Wohin denn, wie denn? Hierhin. Ne? Noch Fragen an Ismene? Im Moment? Sag heute nichts mehr. Danke. Jetzt sind Sie beleidigt, die zwei. Das macht aber gar nichts. In Fragen dürften Sie stellen, die ich dir dann weiterleite und weiterstelle. Das hat uns sehr geholfen. Ja, vielen Dank. Gehst mal nach draußen. Die Frau Herrcher kennst du ja schon. Ihr macht wieder das Gericht unsicher nochmal. Unter 16-jährig bleibt sie unvereidigt. So. Danke, Ismene. Geküsst, ja? Und in den Arm genommen. Vor unserer Tochter. Ach, Gott. Und? Du hast mir also wegen einer anderen verlassen, ja? Und ja. Dieser andere, reden wir jetzt von dem Josef Steiger, gerade den Ihre Tochter erwähnte, ist das zufällig der Freund, der Ihnen auch die Flugtickets nach Griechenland bezahlt hat, bei dem Sie gerade wohnen? Ja, das ist er. Und er ist der liebevolle Partner, den ich mir an meiner Seite wünsche. Er akzeptiert mich so, wie ich bin. Und er liebt mich und Ismene auch. Ich frage mich nur, warum höre ich jetzt das zum ersten Mal, dass Sie augenscheinlich mit Herrn Steiger in der Zwischenzeit zusammenleben in einer festen Partnerschaft? Weil ich gedacht habe, dass mir das dann falsch ausgelegt wird. Ja, natürlich. Ja, genau, wird es ihr ja, wahrscheinlich genau. Auch. Sieht ja hier ganz so aus, aber es ist nichts Verwerfliches. Brauchen Sie sich gar nichts vorzuwerfen. Es ist nicht verwerflich, aber man kann es erwähnen. Dann ist klar, dass dieses Alibi, was wir davon zu halten haben, dass der Josef Steiger Ihnen gibt, seine neuen Geliebten. Vielleicht sollten wir mit dem Zeugen erst mal reden, bevor Sie wieder voreilige Schlüsse ziehen. Das werden wir, aber zunächst möchte ich mit Herrn Haferstedt fortsetzen. Herr Haferstedt, bitte. Das ist der Mann, bei dem Sie Ismene mit Vater untergekommen ist derzeit. Herr Haferstedt, nehmen Sie doch bitte Platz. Herr Haferstedt, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Norbert ist Ihr Vorname, Sie sind 33, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Metallbauer. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Aber ich finde das voll krass, was du dem Alexandros angetan hast. Genau. Ich hoffe, dass du dafür ordentlich bestraft wirst. Ich? Also sie wird dann bestraft, wenn sie die Tat begangen hat. Das Ordentliche überlassen Sie dann mir. Und so weit sind wir noch überhaupt nicht. Sie haben Ihren Freund Herrn Santsidis gefunden an diesem Abend. Schildern Sie uns das doch mal erstmal. Ja, also ich war arbeiten. Ich hatte Spätschicht. Und ich hatte schon mehrfach am Tag versucht, den Alexandros am Telefon zu erreichen. Und er ist nicht drangegangen. Das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Und dann bin ich so gegen 20.30 Uhr nach Hause gekommen. Ja, und da habe ich ihn dann gefunden. Er lag auf dem Boden in der Küche und ich dachte, er wäre tot. Ich habe sofort Notarzt und Polizei gerufen, weil da war ja alles voll mit Blut. Denn so eine Platzwunde, die blutet ja wie Sau. An sich ja. Ist Ismene noch währenddessen bei ihrer Freundin gewesen, wissen Sie das? Nein, die hatte ich vorher abgeholt. Aber weil ich schon so ein ungutes Gefühl hatte, hatte ich sie gebeten, im Auto zu warten. Und sie hat Gott sei Dank von dieser ganzen Sache nichts mitbekommen. Herr Haferstedt, Sie haben bei Ihrer polizeilichen Vernehmung ja ausgesagt, dass die Angeklagte schon einen Tag vor dieser Tat bei Ihnen vor dem Haus war. Was hat sie denn da gewollt? Ja, das war krass. Also, sie wollte die Ismene abholen. Ja. Aber die Ismene war zu dem Zeitpunkt gar nicht da, weil sie mit dem Alexandros in der Stadt war. Und sie hat dann nicht locker gelassen.
Ja, und dann bin ich richtig wütend geworden und habe die Tür zugeknallt. Wie oft hat die Angeklagte denn insgesamt versucht, Kontakt zu ihrer Tochter aufzunehmen?